damit ich nicht wieder nur so teuer die Tränke kaufen muss. Okay, was haben wir noch so an Gegnern hier? Es muss doch irgendwas da sein. Da ist einer noch. Da sind zwei noch. Gut, sehr schön. Gefällt mir, wenn alles mal klappt. Draußen sind zwei. Noch ein Beschwörer. Beschwörer geben will ich so gut EP. Okay. Hier ist leer. Alles clean, sehr schön. Da sind noch welche. Moment, ich habe doch noch gar nicht den Feuerschützen besiegt, ne? Den diesmal. Ich hab. Das müsste eigentlich noch. Bitte nicht immer verfehlen. Tragödie, dass wir den Kranken und Leidenden nicht helfen können.
Ich werde nach einer Möglichkeit suchen, die Quelle wieder in ihren früheren Zustand, in ihrer früheren Macht erstrahlen zu lassen. Ich würde gerne mehr über die Quelle erfahren. Was sind das für Schwierigkeiten, die ihr mit ihr habt? Die Quelle ist eine Kraft, die zur Heilung kranker und enormer Wichtigkeit ist. Ja. Ein Heiler baut eine geistige Verbindung zur Quelle auf und kann so ihre Kraft nutzen. Könnt ihr euch vorstellen, weshalb die Quelle verunreinigt wurde? Mir scheint, dass das schwarze Magie im Spiel ist. Seit die Quelle verunreinigt ist, ist es uns Heilern unmöglich, selbst unsere einfachsten Heilrituale zu durchführen. Könnt ihr mich heilen? Ja, macht doch kostenlos. Was kann ich für euch tun, meine hübsche Freundin? Wenn ich euch bekomme, sage ich euch Bescheid. Okay. Ich habe mich übrigens jetzt dazu entschlossen, die Nebenquests werde ich jetzt nicht unbedingt synchronisieren, sondern nur durchklicken und sagen, was ungefähr drin steht. Aber die Hauptcharaktere will ich versuchen zu synchronisieren und das gehört dazu. Okay. Ja, also wir haben jetzt mal Ramirez zur Vernunft gebracht. Das ist schon mal nicht schlecht. Damit haben wir doch schon mal einen großen Teil geschafft, würde ich sagen. Ja, ich wollte eigentlich fragen, ob er irgendwie was sagt, dass ich Maronios jetzt hier geheilt habe, aber anscheinend ist ihm das völlig egal. Gut, dann gucke ich mal hier hin. Denn hier möchte ich handeln. Aber was ist das? Georg ist tot. Wie kommt denn das bloß? Wie konnte es passieren, dass Georg stirbt? Nun, ich nehme einfach mal die Schlüssel und suche seine Hintertür. Und nehme auch den Schlüssel, den ich schon vorher mal nehmen wollte. Und werde auch diese Tür. Kann ich nicht öffnen? Okay. Dann halt nicht. Gut, was haben wir hier noch so? Eine Skripte. Wieso kann ich die nicht öffnen? Ich dachte, ich hätte den Schlüssel dafür. Gut, ich habe jetzt eine Quest gekriegt, den Mord an Georg untersuchen. Ja, warum ist er tot? Ich hätte ja noch so eine gewisse Vermutung. Das kann gut. Aber ich nehme da keine Sachen vorweg. Ihr könnt euch selbst eine Idee machen, warum er tot ist. Und ja, ich würde mal sagen, ich nehme erstmal diesen Gürtel, weil der gibt Magie. Ich würde mal sagen, finden wir das heraus. Das ist jetzt keine Hauptquest, sondern eher so eine Nebenquest. Aber die ist halt dadurch auch freigeschaltet worden, dass ich die Hauptquest gemacht habe. Gut. Ja, ich werde gleich mal zu meinem Neos gehen und Bescheid geben. Georg ist tot. Was sagst du dazu? Schön, dass ihr wieder zurück seid. Was auch immer ihr an Fragen habt, zögert nicht sie zu stellen. Ich habe in meinem Leben schon so viel gesehen und können. Ja. Habt ihr eine Vermutung, wer Georg ermordet haben könnte? Ich habe keinen diesbezüglichen Verdacht. Er war ein begabter Heiler und ehrenwerter Geschäftsmann. Wenn ihr irgendeinen Hinweis auf seinen Mörder oder Grund für diesen Mord finden könnt, werde ich euch reichlich belohnen. Okay, das klingt doch schon mal gut. Mir ist bekannt, dass Georg Geldprobleme hatte und sich mit einem zwielichtigen Kerl wegen irgendwelcher Kräuter herumstritt. Er bat mich sogar, ihm bei der Beschaffung dieser Kräuter behilflich zu sein. Könnt ihr euch denn an den Namen der Kräuter erinnern, nach denen Georg verlangte? Ja, ich habe den Namen gut behalten. Es war Trudanae. Trudanae, große Götter, niemand soll das unbedacht nutzen. Die Säfte, die man daraus gewinnen kann, sind äußerst suchterregend. Die Kräuter sind auch schwer zu bekommen. Nun, das erklärt Georgs befremdliches Verhalten und seine Geldprobleme. Er war drogenabhängig. Georg war drogenabhängig. Ich verstehe nicht, weshalb sich Georg mit diesem Problem niemals an Lanino oder mich gewandt hat. Allerdings bleibt nach wie vor die Frage offen, wieso er ermordet wurde, der arme Kerl. Ich danke euch nochmals für eure Hilfe, Abenteurer. Ja. Also, Georg war drogenabhängig. Und ich soll jetzt den Mörder von Georg entlarven. Tja. Ich würde mal sagen, an der Stelle habe ich alles von Alaroth geschafft. Damit habe ich auch die erste Stelle praktisch abgeschlossen. Und ja, da gehen wir doch mal raus. Und.
Rasch geht hinein, die U-Box werden dieses Dorf nicht angreifen, solange ihre Zahl nicht größer ist. Für den Moment werden wir im Dorf sicher sein. Ich, gut, einverstanden. Sehr gegrüßt, ich bin Lord Zerg. Und solltet ihr nach Zank und Streit trachten, so könnt ihr gerne Bekanntschaft mit meinem edlen Schwert Helleklingen machen. Nun, da der Etikette Genüge getan ist, sagt an, warum ihr mir im Weg herumsteht. Warum habt ihr euer Leben riskiert, um in dieses Dorf zu gelangen? Das soll kein Geheimnis sein. Mein General schickte mich hierher. Eine geheimnisvolle Seuche wütet in den Straßen des Armviertels von Flussheim. Ich soll die Hilfe und den Beistand der Heiler erbitten, die hier leben. Bei den sieben Göttern erzählt mir mehr über diese Seuche. Oh, okay, das fasse ich jetzt zusammen. Also im Armviertel ist eine Seuche ausgebrochen und keiner vermag sie zu heilen, deswegen sollen die Heiler halt rangeholt werden. Ja, wie sollen die Heiler nicht so oft verlassen? Nun, man wird sich jetzt schon um Eskorte kümmern, Dummkopf. Wo sollen wir die Eskorte finden? Ihr selbst seid nur knapp hergekommen. Gut beobachtet. Leider zutreffend. Nichtsdestotrotz, es muss einen Weg geben. Der Name eures Schwertes ist Helligli. Deshalb dieser protzige Name. Oh, ja, da erzählt ihr mir was davon, dass er... was war es denn? Kurz mal gucken. Ja, also er hat das Schwert, glaube ich, von einem Freund erhalten und es war anscheinend von irgendjemandem, der... irgendjemand hat ihm gesagt, dass das halt ein, wenn das Schicksal erfüllt, die helle klingende Name sei ihm offenbaren, aber er hat es bisher nicht entschlüsselt. Sehr wohl, Herr, ich werde die Heiler davon unterrichten, dass man sie in Flussheim braucht. Ausgezeichnet, jetzt zeigen wir es Angst und sich dort. In der Zwischenzeit werde Helleklinge und ich jedem Jünger der Finsternis, der diese Siedlung zu betreten mag, die Suppe gründlich versalzen. Ja, genau deswegen hasse ich dich, Kumpel, weil du mir EP klaust. Und das werde ich jetzt erstmal verhindern. Okay. Komm dran, Jungs. Ich will ein paar töten. Südlich von Burg Eisenfaust. Es befindet sich an der Stelle auf eurer Karte.